Hallo liebe Oldtimer-Freunde, ich bin Marie und wir sind heute bei Markus Kümpel in Rödermark. Wir haben letztes Mal den Jaguar hierher gebracht, um zu schauen, wo die WWchen liegen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was das gute Stück hat. Dazu lassen wir den jetzt mal an. Und da haben wir schon unser Problem. Der Wagen ist jetzt knapp betriebswarm, zeigt aber auf dem Instrument keinerlei Öldruck an. Das deutet auf einen Motorschaden hin. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir das finden. So, dann schauen wir mal von unten. Ölfiltergehäuse undicht, Ölzuleitung undicht, reichlich undicht. Hintere Hauptlagerabdichtung undicht, Ölwanne undicht. Simmerring vorne undicht, Stirndeckel auch undicht. Der muss wohl raus. Wir machen jetzt einen Kompressionstest an dem Wagen. Dafür haben wir die Kerzen rausgeschraubt. Das hat mein Mitarbeiter Alex gemacht, um mal zu gucken. Untenrum haben wir uns angeguckt, Öldruck ganz schlecht. Jetzt schauen wir mal, was in den Brennräumen so vorgeht. Dazu, wie gesagt, macht man einen Kompressionstest. Das Messgerät in die Zündkerzenöffnung und starten dabei den Motor, um zu gucken, wie das Druckverhalten im Motor ist. Alex? Gut. Ja. Der erste Zylinder weicht etwas ab, heißt theoretisch im Bereich vom Zylinderkopf ist soweit alles in Ordnung. Sehen tun wir das natürlich erst, wenn wir den Motor zerlegt haben. Markus hat den Motor jetzt zerlegt und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo Markus, wie geht's dir? Alles Guten Morgen gut? Marie. Alles gut, danke dir. Jetzt, was hat die Zerlegung ergeben? Ja, ziemlich viele Probleme. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben ja das letzte Mal, als wir den Wagen bekommen haben, eine kleine Schadensfeststellung gemacht. Dabei festgestellt, dass wir fast gar keinen Öldruck hatten. Dann haben wir ein Kompressionsdiagramm erstellt, das sah eigentlich gut aus, aber wir haben uns ja trotzdem entschieden, den Motor rauszumachen und dann zu zerlegen. Und dann sind uns ein paar Wunder aufgefallen, dass der überhaupt noch gelaufen ist. Ist ein Wunder. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen. Das ist der Hauptgrund für unseren Öldruckverlust. Mhm. Das ist eine Halbschale von einem Pleuellager, die im Original von unserem Lieferanten Mahle so aussehen. Oh, und da kann man schon ganz klar den Unterschied erkennen. Und davon haben wir eine ganze Menge Probleme. Und jetzt übergebe ich an den Patrick. Der kann euch das jetzt mal alles genau erklären. So Patrick, du bist der Mann fürs Detail. Wir hatten ja einen Öldruckverlust, aber der Kompressionstest war in Ordnung. Woran lag das? Ja, beim Öldruckverlust wird als erstes bei der Kurbelwelle geguckt. Die Kurbelwelle habe ich vermessen, da gibt es ein Protokoll zu. Mhm. Was dabei rausgekommen ist, jenseits der Tatsache, dass die Lager defekt sind, was ja Markus auch schon erklärt hat, ist, dass die Kurbelwelle an einigen Stellen schon etwas untermaßig ist. Die Kurbelwelle ist 50 Jahre gelaufen, der Motor ist noch Standard, wahrscheinlich ist er noch nie gemacht worden. Und das Material verschleißt einfach. Und das wachsende Ölspiel, wenn jetzt die Lagerschale auf dem Lager drauf liegt, dann ist da zu viel Ölspiel. Das Öl kann dann zwischen der Lagerschale und der Lagerstelle entweichen und die Ölpumpe fördert nicht schnell genug nach. Und dann haben wir keinen Öldruck mehr. Die Lagerstellen sind außerdem verrieft. Diese Riefen sorgen dafür, dass der... Spürt man das? Ja, das spürt man. Dann kannst du drüber fassen mit dem Fingernagel. Die kleinen Lagerstellen von den Pleuellagern sind viel schlimmer.
Deswegen sehen die Lager auch viel schlimmer aus. Die sind ja ganz rot. Die anderen haben nur einzelne tiefe Riefen. Das kommt dadurch, dass die Ölpumpe irgendwann im Sumpf kleine Dreckpartikel angesogen hat. Da ist dann vielleicht mal was runtergefallen. Da ist jemand beim Ölwechsel mal ein bisschen Dreck in den Motor gekommen. Die Ölpumpe saugt das ein, schickt das durch die Ölbohrung und dann kommt das Drittes hier an den Schmierstellen von der Kurbelwelle aus und setzt sich dann sofort in das weiche Material der Lagerschale und fräst dann da so eine Riefe rein, bevor es dann irgendwann wieder ausgespült wird zur Seite, wenn man Glück hat, oder die Kurbelwelle ganz kaputt ist. Sodass wir also diese Kurbelwelle, die jetzt noch Standard ist, aufs nächste Maß schleifen müssten. Die kommt dann auf ihr erstes Übermaß, das heißt, sie ist jetzt Standard, kommt aufs erste Übermaß, bis zum vierten Übermaß geht es. Das heißt, so eine Kurbelwelle hat, wenn es gut läuft, fünf Leben. Fünf Leben. Genau, wir kommen jetzt aufs erste Leben und wenn es dann wieder 50 Jahre hält, dann haben wir halt mit dem Motor noch 250 Jahre vor uns. Schwarzes Alter. Ja. Ein anderer Punkt für den Öldruck kann sein, da die Pleuel auch über so Schmierlöcher in der Kurbelwelle versorgt werden und beim Jaguar die Pleuel hohl gebohrt sind, geht der Öldruck auch nach oben zu den Kolbenbolzen. Und der Kolbenbolzen sitzt in einer Bronzebüchse und diese Bronzebüchsen haben Spiel. Das sieht man am besten hier auf dem Tisch. Wenn du da in die Fuge guckst, dann siehst du, dass sich die Fuge da bewegt. Das darf sich gar nicht bewegen. Auch da kann natürlich das Öl, was ja in dem ganzen System so unter Last bis zu 5 Bar Druck hat, kann natürlich da auch wieder ein kleines bisschen Öl entweichen. Und alles zusammen, hier geht ein bisschen Öl verloren, da geht ein bisschen mehr Öl verloren, weil die Lagerschalen noch kaputter sind, da oben geht ein bisschen Öl verloren, führt dann halt zu dem geringen Öl. Der Kompressionstest war ja ohne Befund. Das bedeutet ja, dass die Kolben nichts abgekriegt haben. Die sind noch in Ordnung dann, oder? Naja, die Kolben haben 50 Jahre abgekriegt. Und das hat dazu geführt, dass das Kolbenhemd hier unten, da wo die Führung im Zylinder ist, verschlissen ist. Diese Kolben haben zurzeit ein Spiel in der Bohrung. Normal würde ich die so gar nicht reinsetzen können, weil die dürfen 4/100 haben. Ein bisschen verkantet, passt ja schon nicht mehr rein. Diese Kolben bewegen sich deutlich hin und her. Im Moment sind es 2/10, die Kolben sind nicht mehr verwendbar. Die hohe Laufleistung zeigt sich auch an den Ringen. Der Ring, der kann sich hier jetzt in der Ringnut auf und ab bewegen. Das führt dazu, dass der wie eine Ölpumpe wirkt. Auf dem Weg nach unten streift der Öl ab. Das setzt sich hinter den Ring in die Bohrung. Auf dem Weg nach oben wird es wieder hochgepresst und dann kommt es nach oben und deswegen bläuen die Autos dann. Das heißt, dieser Kolben funktioniert nicht mehr, weil erstens verschlissen und den Verschleiß hier oben an den Kolbenringen, das kann man nicht ausgleichen. Da müsste man stärkere Ringe anfertigen. Es lohnt sich aber nicht, weil der Kolben eh kaputt ist. Deswegen holt man einen komplett neuen Satz. Da kommt ein komplett neuer Satz Kolben. Und wir haben außerdem ein Schadensbild in den Bohrungen. Hier in der fünften Bohrung gibt es tiefe Riefen, die kannst du auch spüren. Und in der dritten Bohrung gibt es Korrosion. Da wird der Motor wahrscheinlich mal gestanden haben, das Auto ist ja ziemlich alt. Da waren dann die Ventile offen, dann kommt Luftfeuchtigkeit rein, die kondensiert an der Zylinderwandung und dann rostet das. Das läuft, das kann man im Betrieb auch nicht merken, aber wenn man das Ganze jetzt überholt, werden die Bohrungen ausgebohrt und danach auf Maß gehohnt. Und um diese Rostspuren sicher zu beseitigen, würde ich bei diesem Motor empfehlen, nicht von Standard auf das erste Übermaß zu gehen, sondern von Standard auf das zweite Übermaß, sodass wir sicher sein können, dass die Schadstellen, sowohl die Riefen als auch die Korrosion, dann wirklich weg sind. So Patrick, wir haben uns das jetzt alles wirklich genau angeschaut und haben schon einige gravierende Schäden. Also die Kolben, die Pleuel. Haben wir da jetzt einen kapitalen Motorschaden? Ist alles zu spät? Nein, ist überhaupt nicht zu spät. Für mich ist das alles noch eine ganz normale Motorrevision. Bei den Kolben muss man sowieso davon ausgehen, dass sie nach der Laufleistung erneuert werden müssen. Die Kurbelwelle ist nicht so zerstört, dass man sie nicht schleifen kann, ist also wiederverwendbar. Theoretisch können wir diesen Motor ganz einfach aufbereiten. Der Aufwand ist nicht ganz gering, weil die Kurbelwelle geschliffen werden muss, die Kurbelwelle muss gehärtet werden, die Kurbelwelle muss danach gerichtet werden. Neues Leben praktisch. Genau. Die Frage ist, ob sich das für dieses Triebwerk wirklich lohnt. Das ist ein 2,4 Liter Jaguar Motor mit 120, später 133 PS.
der sich von allen anderen Jaguar-Motoren im Mark II deutlich unterscheidet. Die anderen Motoren hatten einen viel längeren Hub und eine komplett andere Motorcharakteristik. Normalerweise hat ein Jaguar-Motor mit 3,5 oder 3,8 Liter Hubraum sehr viel mehr Drehmoment, schiebt deutlich mehr von unten raus und es ist ganz anderes Fahren. Dieser Motor hier war der Einsteigermotor mit weniger Hubraum, viel weniger Leistung, gefühlt auf jeden Fall, weil das Drehmoment nicht so groß war. Das heißt, der Motor hat nicht so doll geschoben. Könnte man dann sich auch einfach einen größeren Motor suchen und den einbauen? Das ist jetzt eine politische Entscheidung, weil das natürlich auch zu dem Auto passen muss. Es gab größere Motoren in diesem Chassis, aber dieser Motor hat noch die Originalnummer, die mit dem Auto ausgeliefert worden ist. Die Kurbelwelle trägt die Originalnummer von dem Block, das heißt, das sind sogenannte Matching Numbers. Das ist unter bestimmten Oldtimer-Liebhabern ein wichtiger Faktor. Es gibt andere Oldtimer-Liebhaber, die sagen, mir ist das völlig egal, was für eine Nummer da draufsteht. Hauptsache, es geht gut. Geschmackssache. Also. Geschmackssache. Und eine politische Entscheidung, die natürlich dann der Chef mit dem Kunden zusammen dann besprechen muss. Schau ich mal, wo der Markus sich rumtreibt. Genau. Na, seid ihr jetzt soweit? Ja, wir haben uns da mal die Details angeschaut und sind auf jeden Fall jetzt um einiges schlauer und stehen vor einigen großen Fragen oder einer großen Frage. Was machen wir mit dem Baby jetzt? Tja, diese Frage werde ich mit dem lieben Fahrzeugbesitzer jetzt auf der Retro Classic, wo ich mich mit ihm treffen werde, erörtern. Wie ich gerade mitbekommen habe, es ist einfach eine politische Entscheidung. In zwei Varianten machen wir den Originalmotor, also den kleinen 2,4 Liter. Reparabel ist er, es ist ein großer Aufwand. Wir müssen uns ja dazu noch den Zylinderkopf auch noch angucken. Oder entscheidet sich der Fahrzeugbesitzer für eine stärkere Auslegung seines Autos im Rahmen natürlich des Erlaubten, sprich ein 3,4 oder 3,8 Liter Motor in das Auto einzubauen. So wurde er auch ausgeliefert, hat auch nichts mit Bremse oder sowas zu tun oder Achsen und Fahrwerk. Ginge also, das werde ich mit ihm erörtern und dann geht es letztendlich immer um das liebe Geld. Denn das kostet natürlich etwas und da müssen wir mal gucken. Unabhängig davon ist es noch eine Frage. Es gehört ein gewisser Zeitaufwand dazu und von unserem Lieferanten Mahle brauchen wir Bauteile. Die was erst bestellt ist werden müssen. Lieferbar, ja. Und was ist sinnvoll lieferbar? Und das müssen wir, wie gesagt, jetzt alles mal entscheiden und dazu werde ich mich mit dem Herrn treffen. Wie sich Nico entscheiden wird, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja. So.